Guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum ersten Let's Play von Anno 2070. Mein Name BTD Junior Root oder TSS Junior Root, aber wenn es geht, BTD. Heute dachte ich mir, spielen wir mal ein bisschen im Endlos-Modus, aber separat dazu werde ich auch noch Videos zur Kampagne von Anno 2070 machen. Ich muss sagen, ich habe früher sehr viel Anno gespielt. Ich habe auch mit dem Teil 1602 angefangen, der erste Teil, der je erschienen ist. Und habe dann sehnsüchtig auf die anderen Teile gewartet, weil ich einfach fasziniert war, wie man einfach ein paar Städte aufbaut und wie die ganze Wirtschaftslage, wie sie sich entwickelt und. Aber ich will mir jetzt hier nicht viel quatschen. Ich tippe mal, wir fangen einfach ein Endlosspiel an. Ich weiß jetzt nicht, wie man hier nochmal irgendwie bestimmte Einstellungen macht bei 2070. Einfach eine kleine Zufallskarte mit viel. Mal gucken wir mal. Ihr Mandat für den Auftrag wurde verifiziert. Zielvorgaben geladen. Okay, Spieleinstellung haben wir hier. Dritte Parteien. Das heißt, wir können auch ein paar Leute hinzufügen. Na, eine dritte. Will ich doch gar nicht. Nee, ich möchte kein Spieler laden. Mach mal weg. Dritte Partei hinzufügen. Der Pirat. Die Söldnerin. Oder der Umweltaktivist. Ich weiß nicht, was bringt das eigentlich? Leon besitzt. Er breitet sich auf weitere Inseln aus. Ja, dann nimmt er mir den ganzen Platz weg. Ist ja auch scheiße. Das ist ja doof. Er besiedelt keine Inseln. Sie besiedelt auch keine Inseln. Was macht die denn? Schiffsfahrtabkommen, Bevölkerungsschutz. Hier haben wir noch mehr. Thor Strindberg. Der Rivale. Er breitet sich auf. Das ist so eine Sache. Was nehmen wir denn da? Vadim Sokov. Ja, lassen wir erstmal die dritte Partei weg. Ich würde mal sagen, Rufus Throne, Tilda Jorgensen. Ja, nee, machen wir die KI mal weg. Machen wir mal die Standard-KIs rein. Tippen wäre eigentlich mal besser. Was haben wir denn hier? Oh, schön. Baukostenrückerstattung. Machen wir komplett. Inselgröße machen wir mal groß. Fruchtbarkeiten viel. Umwelteinflüsse positiv, neutral, negativ gemischt. Okay, keine Ahnung. Aufgedeckte Karte, machen wir mal an. 80.000 Credit. Machen wir mal mit 50.000, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Lizenzen, 250, nehmen wir mal neue Lizenzen. Konto bei Stierstadt, keines, ist ja doof. Dann machen wir mal eine Handelsflotte am Anfang. Arschmutter heißt Stadtkatastrophen an, ja. Sollten wir mal mit einbauen. Aufträge, häufig, normal. Machen wir mal normal. Haben wahrscheinlich nicht so viel Zeit, alle Aufträge zu machen. Einwohnerzahl weltweit, was heißt denn das? Anzahl Einwohner, die sie erreichen müssen, um das. Siegesbedingungen. Nee, Siegesbedingungen wollen wir ja gar nicht. Benötigte Bedingungen, alle. Ich tippe mal, das war's eigentlich. Kartengröße. Inseln insgesamt. Startinseln für. Jawohl, machen wir mal. Groß. Ich würde sagen, dann starten wir mal. Nehmen wir jetzt die. Eden-Initiative oder Global Trust? Kapitalismus oder Natur? Kapitalismus, Natur. Kapitalismus, Natur. Ich will ja eigentlich viel Wirtschaft machen. Da ist eigentlich Kapitalismus eigentlich gut. Aber ich habe ja gehört, da ist ja viel mit Umwelt. Und ich glaube, wenn ich die Umwelt verpeste, war es das mit Kapitalismus. Also was? Und mit Wirtschaft, dies, das. Dann nehmen wir mal die Ökos. Machen wir mal ein auf E.ON, erneuerbare Energien und so weiter. Offshore-Windanlagen. Daran arbeiten wir ja, dass die Baukosten sich halbieren. Und es lädt. Und es die Erdachse wird stabilisiert. Ich merke es schon. Mein Stuhl rückt noch ein bisschen hin und her. Jetzt geht's eigentlich. Magma-Kern umwälzen. Ja, kommen wir jetzt in den Film The Core rein anscheinend. Ich glaube, der war mit Nicolas Cage. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Der ist ja immer für sowas zu haben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, aber mein PC müsste das eigentlich geschissen bekommen auf der höchsten Qualitätsstufe.
Grafikeinstellungen. Dann können wir nebenbei mal ein bisschen im Facebook spielen und gucken, was die Leute da so erzählen. Ah, mein Handy spinnt wieder ein bisschen. Ah, Uplay-Account, ja, habe ich schon mal alles gemacht. Ins Gesichtsbuch. Gucken wir mal. Was wir da für Kasperle wieder haben. Oh, Ökobilanz frisiert. Was haben wir denn noch so schönes? Fassebook. Ah, keine Zeit mehr für Fassebook. Aha, da kommt doch was. Meine Arsche ist das doch. Das Spiel läuft ja sehr flüssig. Kommt der Hübsen eigentlich noch? Eieiei, das kommt da alles raus. Ey, da kommt ja mal mehr. Ist ja Wahnsinn. Ist hier Luxus hier. Luxus, Luxus. Ich würde mal sagen, wir holen uns eigentlich die größte Insel. So, ich spiele jetzt einfach mal so, wie ich früher Anno gespielt habe. Kohle, 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 Kohle vorkommen. Kohle ist immer gut. Reistee, Kaffee. Reistee, Kaffee. Gibt es da nicht irgendwas, was besser ist? Aber der hat irgendwie... Die Insel hat alles irgendwie viel, viel öfter. Jetzt gucken wir mal. Ah ja, können wir doch einen schönen Hafen hinsetzen. Jetzt ist natürlich mein Fraps-Gedöns. Ah, das ist jetzt darüber. Gut, die Zahl hat sich darüber verzogen. Das ist sehr schön. Jetzt sehe ich auch viele Credits. Ich habe Kredite, Rendite. Spulen wir mal ein bisschen vor. Weil wir wollen ja, dass das Schiff heute noch ankommt. Fuhrparkung, Gebäude sich hier gerade. Handelsschiffe 2, kann man das irgendwie schließen? Aha. Auf den Knopf hier drücken. Welches Schiff hat denn hier irgendwas? Okay, die Tiberius hat genauso viel wie die Sirius. Okay, dann nehmen wir mal Tiberius. Und wir können ein Kontor bauen. Dann bauen wir mal ein Kontor. Wir mal unsere Materialien. Ach, hier haben wir noch den Seeteufel, das Kriegsschiff. Das ist hier. Ja, sollen wir gierig sein? Sind wir gierig? Ja, wobei, wir sind gerade allein in dieser Welt und ich habe ja den einen ausgestellt. Ja gut, dann kann ich mir auch Zeit lassen. Dann tun wir schon mal die Nahrung da weg. Aber ich habe mir gedacht, so eine separate Insel, was haben wir denn hier? Gemüse und alles. So eine klitzekleine Pupsinsel zu nehmen, wo man halt nur so... wo eigentlich echt nichts Wertvolles drauf ist, wie hier. Einfach nur, um Rohstoffe herzustellen. So habe ich das früher auch gemacht. Da war ich aber richtig gierig. Da waren viele Leute. Ich glaube, 4 KIs. Und ich habe mir dann meine ganzen Materialien genommen. Und eine Insel nach der anderen. Einfach so besiedelt. Und dann hatte ich zwar eine richtig miese Bilanz. Im Endeffekt. Aber wenn man es richtig gemacht hatte... konnte man echt gut Geld scheffeln. Aber mal gucken, ob sich das... Neue Gebäude zum Bau bereit. Ah, neue Gebäude. Ja, schön. Können wir schon mal Öko-Wohnhaus machen. Ja, hier machen wir Straßen. Okay. Eine Straße kostet 5 Kredite. Machen wir mal so schön rum. Und nochmal rum. Und rum. Dann gehen wir nochmal ein bisschen hier lang. Und dann gucken wir mal. Da und ein bisschen. Hier machen wir das bewährte Blocksystem. Das schöne Blocksystem. Gut, aber ich glaube mal, ich brauche erstmal. Was brauche ich denn? Um Zutritt benötigen Eco-Arbeiter oder Laboranten oder Tycoon-Arbeiter. Also oder. Also ist es egal. Dann machen wir mal ein Häuschen hier, ein Häuschen da, ein Häuschen dort und so. Machen wir noch ein bisschen dahin. Ich glaube, das andere Schiff müsste ja schon da sein. Dann gucken wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht überhaupt, wann ich angefangen habe oder wie lange ich jetzt an diesem Let's Play dran bin, ehrlich gesagt. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Und wir können jetzt eine Fischerei? Jawohl, eine Fischerei herstellen. Genau, wir stellen Gebäude her. Wir bauen sie nicht mehr, wir stellen sie her. Machen wir mal 2 Stück oder machen wir mehr? Nee, erstmal 2. Machen wir schön das Sträßchen dahin. Und ein Lager.
Eve hat registriert, dass wir mehr Lagerplatz für Waren geschaffen haben. Das ist ja eine sehr intelligente KI. Wahnsinn. Jo, was machen wir denn hier? Machen wir unsere Baumaterialien. Hab ich mir so gedacht. Was werden denn für Bauzellen werden? Ist so eigentlich das Holz von Anno 2070. So wie ich das... Wie viele brauche ich? Ich habe gehört, man kann ein bisschen mit den Feldern tricksen. Dann machen wir das auch mal. Gucken. Braucht zwei Felder. Ah, so, okay. Ich kann die separat setzen. Die Sache ist die. Wo setze ich sie hin? Dann machen wir die mal so. Und dann setzen wir mal eins dahin. Eins dahin. So und so. Tippe mal, das müsste reichen. Gibt es irgendwie. Ne, Umschalt ist es nicht. Gibt es ja. Es kann doch mal irgendeine Taste, um das umzudrehen, oder? Ne, die ist auch nicht. Was ist das? Ah, der Punkt ist es. Der Punkt. Der Punkt bringt es auf den Punkt hier mit dem Drehen. Wahnsinn. Super! Super! Wie der Franzose sagen würde. Aber ich bin kein Franzose, deswegen sage ich mal nichts. Ja, ja, ein Anschluss der Straße fehlt, denke ich mal. Sonst würden die sich nicht beschweren. Nee, die Felder haben einfach nur gefehlt, okay. Könnt ihr also auch ohne Straße arbeiten, oder wie sehe ich das jetzt? Glaube ich nicht, aber irgendwie... Ach, keine Ahnung. Wir verbinden den ganzen Kladderadatsch mal hier ein bisschen. So, oh, ich muss mich mal bequemer hier hinsetzen, Mensch. Ist ja katastrophal, wie ich hier sitze. Das würde der Arzt aber nicht gut heißen, glaube ich. Da machen wir, glaube ich, nochmal so eine Lagerstätte. Registriere Energieknappheit. Wie Energieknappheit? Gibt es nicht bei mir sowas. Die Leute haben immer Strom, das muss ich machen. Ah, da ist was mit Energie. Windkraftwerk erzeugt Energie. Effektivität sinkt, wenn sich Einflussbereiche des gleichen Typs überschneiden. Okay. Dann machen wir mal einen auf Eco, Öko hier. Ah, Überlappung senkt Produktivität. Okay, gut, jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Wow. Gut, ich denke mal, das reicht erstmal an Strom. Jetzt muss ich nur herausfinden, ein bisschen Erfahrung habe ich noch mit den Handelsrouten und alles. Wie war das denn nochmal? Strategische Karte. Nee, die wollen wir nicht rausschmeißen. Patrouille starten, Aktivmodus. Machen wir mal strategische Karte. Ah, neue Handelsroute. Und nach dem Dorf. Und in die Iron Gate laden wir mal Bauzellen ein. Und laden die in Green Arcus wieder aus. Okay, und Schiffe. Schiffe hinzufügen. Was nehmen wir da? Den Seeteufel, Sirius oder Tiberius? Nehmen wir die Sirius mal. Warns. Okay. Legt es jetzt los? Legt es da. Oh, es legt los. Wunderbar. Okay. Okay. Was können wir denn als nächstes bauen? Schön. Müssen wir mal gucken. Was wollen denn unsere Freunde? Einmal Getränke. Was soll ich sagen? Mir geht's blendend. Ja, freut mich zu hören, dass es dir blendend geht, mein Freund. Tee wollen sie, Tee. Da ist zwar eine Cola-Dose, aber sie wollen Tee. Na jo, gut. Wo kriegen wir denn jetzt Tee her? Von einer anderen Insel. Habe ich denn... Tee kann ich auch hier anbauen, aber ich dachte mir so... Ich glaube, das wäre in so einem Let's Play mal interessant. Nur mal ein... Oh, ein schönes großes Schiff hält hier vor mein Ding. Eden Initiative hat tausende Schiffe wie dieses. Ach, alles so. Green Tech. Cargo Liner. Okay. Ich dachte mir, es wäre interessant, mal zu versuchen, eine ganze Insel nur mit Bevölkerung zu machen. Okay, so ein bisschen Industrie hier. Zum Beispiel hier die Bergvorkommen rausholen. Das wäre eine Selbstverständlichkeit. Was ist das denn hier? Was ist das? Natürlicher Wasserspritz. Ermöglicht den Bau eines Staudamms. Das hört sehr gut an. Muss in der Akademie erforscht werden. Aber ich denke mal, so weit sind wir noch gar nicht. Ja, also würde ich mal sagen, brauchen wir eine neue Insel, wo
sich Tee anbauen lässt. Aber wo kriegen wir denn jetzt Tee her? Guck mal, haben wir noch so eine kleine Pupsinsel? Nee, die hat keinen. Hat die Tee? Nee, aber harten Weizen hat sie. Harten Weizen, du. Mal ganz harten hier. Nur die harten kommen in den Garten, ist ja klar hier. Auf der kleinen Pupsinsel haben wir auch keinen Weizen. Was machen wir denn da? Aber auf der Insel. Ey, ah, Tee scheint ja ein rares Vorkommen zu sein hier. Ah ne, hier haben wir auch nochmal Tee. Reis, Kaffee. Ah, hier nehmen wir die Insel. Die ist nicht zu groß, nicht zu klein. Machen wir Tee und Kaffee drauf. Ey, stimmt mal, werden wir beides immer mal benötigen, wie ich das ja festgestellt habe. Ja, da kommt unser Schiff ran, dann warten wir mal kurz, bis wir die Bauzellen haben. Das Werkzeug können wir schon mal mitnehmen. Weil der braucht aber lange, um abzufertigen hier. Wie fährt der denn überhaupt dabei? 34? Boah, Wahnsinn. Hat ja doch genug. Mal was mehr mit Bauzellen braucht man, glaube ich, schon mal mehr als Werkzeug. Ja, gehen wir hier an die etwas größere Küste doch ran. Würde ich vorschlagen. Größerer Hafenbereich ist immer praktisch, denke ich. Joa. Was machen wir denn hier noch? Tralalalalala. Haben wir noch ein paar Häuschen. Die Stadt ein bisschen größer machen. Dorf halt, ne? So. Herr Mühlheim, so. Wer so im Kölner Kreis wohnt, weiß, was ich meine. So. Weiß aber dann, wie groß das ist, ja, mit Großherr Mühlheim. Jetzt habe ich keine Bauzellen mehr. Jetzt kann ich keine Häuschen mehr machen. Das ist ärgerlich. Aber wo kriege ich ein Werkzeug her? Kann schon gar nicht herstellen. Aber machen wir ein bisschen Strom hier, ne? Machen wir mal ein bisschen Eco hier in die Mitte rein. Oder so eher am Anfang. So die Einspeisung quasi. Ja, Überlappung ist schlecht. Sieht doch schon mal schick aus, das Ding, oder? Wunderbar. Ja, ja. So läuft das, so läuft das. Handel. Ja, das ist aber ein Schlachtschiff, du, Kaufen wir mal ein. Werkzeuge. Ans Maximum. Wir wollen ja natürlich was haben, ja. Der Seeteufel, der sieht ein bisschen klein neben dem Ding hier aus. Ah, der kann in den Rhein fahren, der kann den wegfahren bestimmt. Mr. Throne hat mit uns gehandelt, das ist ja ein netter Mann. Ein sehr gütiger Mann anscheinend. Der hat unsere kritische Lage anscheinend erkannt. Okay. Ja, dann bauen wir hier unseren guten Tee an. Fühlt man sich doch schon wie bei Großmutter. Na, mein Enkel. Da mache ich hier mal einen schönen Tee. Habe ich gerade aus Anno 2070 bekommen. Na, schauen wir mal. Ah, das ist auch gar nicht so teuer. Zwei Bauzellen, ein Werkzeug. Ist doch schön. Wie viele Felder braucht das an Tee? Benötigt 3 Teefelder. Also TT-Felder, oder was? Individuell wollen wir das natürlich gestalten. Müssen ja unseren kreativen Spielraum haben. Okay, dann haben wir schon mal das. Ah, ich denke mal, da passen nochmal 3 hin. 1, 2 und 3. Brauchen wir noch ein Sträßchen? So. So. So und. Und ja, dann lassen wir erstmal das Karree da einfach mal so als Dekoration. Dann machen wir noch ein Lagerhaus dahin. Und dann würde ich ja vorschlagen, machen wir nochmal so ein paar Teefelder hin. Weil darf ja kein Lieferengpass sein, so im Winter. Man kennt das ja. Ist kein Salz mehr da. Urplötzlich. Und dann sind halt die bekannten Lieferengpässe da. Genau wie meine Xbox ja Schrott ist. Und deswegen auch, dass alles länger dauert, bis sie wieder aus Prag zurückgekehrt ist. Aus der weiten Reise um die Welt hier. Einmal durch Europa und zurück. Na gut.
Ja, das ist aber auch ein cooles Boot. Diese was ist Mission. Ein U-Boot. Streng. Ein U-Boot am Land. Nein, über am Land. Natürlich. Auf dem Wasser. Ne? Klar. Nein, ein U-Boot überm Wasser. So. Ein Unterseeboot überm Wasser. Oder auf dem Wasser und nicht unterm Wasser. Jetzt wisst ihr, was ich meine, glaube ich. Genau, wir wollten nochmal eine Handelsroute erstellen. Von da. Nein, 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 nein. Weg, weg. Wie kriegst du den weg? Böse, böse. Neue hinzufügen. Von da nach da und in Neon laden wir neongrünen Tee ein und laden diesen Tee auch mal wieder aus. Und dann tun wir Tiberius dazu und dann ist doch alles okay. Und Escape, um rauszukommen. Warum haben wir denn keine schicken Bauzellen mehr? Stellten wir hier so wenig her? Ach! Oh mein Gott! Ich hab's total vercheckt. Ich brauche für die Bauzellen, brauche ich ja noch die Verarbeitung, glaube ich. Oh ja. Ein Schmelzwerk. Hoppala. Ja, okay. Da kann ich jetzt... Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, ehrlich gesagt. Ich tippe mal, jeder braucht eins. Dann machen wir hier so ein schönes Rechteck hin. Voller Produktion, voller Taten dran. Ich dachte, das macht das schon so direkt fertig. Ja, ich glaube, da brauchen wir noch ein Lager. Ah, dafür fehlen uns natürlich jetzt die nötigen Bauzellen. Das war ja natürlich wieder klar. Das hat der Junior wieder gut hingekriegt hier. Hat der wieder meisterlich gelöst, ja. Ne, spulen wir mal ein bisschen vor. Den Zeitraffer hier. Das läuft ja relativ flüssig, muss ich sagen, auf meinem PC. Finde ich sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt bei diesem Let's Play dran bin. Ich glaube, gibt es nicht irgendwie so eine Uhr, oder? Also, es passiert aber auch gerade relativ wenig, muss ich sagen. Also, hier wird ja auch nicht wirklich was von den KIs so mal. Was haben wir denn so zu erzählen? Die verkaufen. Die erzählt auch nichts. Warum erzählt ja nichts? Diplomatie haben wir ja auch. Ja, das ist nicht der. Das ist nur der Login-Name. Und der eigentliche Name. Was kann Global Trust für Sie tun? Was denn Lobbyismus erhöht den Einfluss? Nur die Kurzfassung. Ja, das ist mir aber jetzt ein bisschen zu teuer hier. Dann kriegst du einen Einfluss, oder? Die Firma schätzt Sie sehr. Die Firma. Alles im Lot? Alles im Lot. Auf Besuch sind wir hier unten gar nicht vorbereitet. Aha, okay. Da haben wir. Können wir uns ein bisschen Einfluss holen? Ist doch schon mal was. Mr. Frome, Refugium. Ah, wir haben wieder Bauzellen. Wir können wieder bauen, meine lieben Freunde. Was bauen wir denn schönes? Noch ein paar Häuser. Geht ja nicht anders. Bauen wir einfach Häuser. Wir bauen einfach. Wobei, das gefällt mir da nicht. Das hätte man geschickter lösen können. Und da könnte man ja irgendwas Schönes dann noch in die Mitte setzen. Jetzt haben wir wieder natürlich keine Bauzellen mehr. Aber ich bin jetzt einfach zu geizig, um so eine Produktion auf der Hauptinsel zu machen. Und das kostet Platz. Außer Nahrung, das ist ja klar. Basisnahrung muss immer da. Ah, Getränke haben sie. Ja, wir können jetzt eigentlich so einen auf Deutschland machen und die Steuern erhöhen. Und dann behaupten wir, im nächsten Jahr gibt es mehr Netto vom Brutto. Aber ich glaube, die werden ziemlich angepisst sein, wenn ich die Steuern erhöhe. Ah, das ist ja nicht so wie die schwarz-gelbe oder rot-grüne, wie auch immer, welche Regierung. Egal, es ist ja scheißegal, welche Regierung es ist. Es ist ja immer irgendwie, dass versprochen wird, mehr Netto vom Brutto. Und im Endeffekt ist es weniger Netto vom Brutto. Aber Gebäudeauswahl vergrößert. Erweiterte Bauoption. Was haben wir denn schön? Eine Geige. Eine Konzerthalle. Eine Konzerthalle. Dann würde ich vorschlagen, die setzen wir gleich hier hin. Oh, nicht genügend Baumaterial. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ärgerlich. Ah, wir haben aber gerade wieder eine frische Ladung bekommen. Wie ich gerade gesehen habe. Sehr erfreulich. Das klappt ja schon mal sehr gut mit den Handelsrouten.
Ja, passt sogar perfekt da rein. Ist ja Wahnsinn. Guck mal, was passiert. Ganz ehrlich, ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Aber ich weiß noch, mit den Ausstiegsrechten gebe ich die frei. Registriere demografische Veränderungen. Oh, Wohnhaus aufgestiegen. Was ist der denn jetzt? Eco-Angestellter. Aber ich habe extra mal gesperrt. Das Einzige, was ich gelernt habe bei jedem Anno-Teil, erstmal die Baumaterialien zu sperren, weil man die für andere Sachen dringender braucht im Endeffekt. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir hier mal neue Optionen. Ein Reparaturdock. Eine Hafenbehörde. Ermöglicht den Warenaustausch mit Schiffen. Hört sich gut an. Aber lass uns mal. Ein Marineabwehrturm. Ja, wir haben sowas. Militärisch brauchen wir, glaube ich, nicht. Eine Hafenmauer. Ja, dann dekorieren wir mal den Hafen ein bisschen, würde ich sagen, oder? Machen wir so einen schönen Balken hier lang. Bisschen hier hin. Ja. Ich komme ja schon fast vor wie in Minecraft hier. Ist ja Wahnsinn. Ja, machen wir ein bisschen so. Ja, ja. Ich hoffe mal, die Leute können auch hier drüber gehen. Dann würde ich mal sagen, machen wir noch ein bisschen hier die Seite. Und so, und wieder so, und zickzack. Und eigentlich, da haben wir uns doch schon ein bisschen vertan, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Bring mal ein bisschen. Ach, der fährt einfach da durch. Wahnsinn. Das ist ja wohl ein Held, ey. Der fährt einfach, das Schiff fährt einfach durch die Mauer durch. Schönes Ding. Schönes Ding. Ein bisschen hier hin. Jetzt sieht es schon wie ein Hafen ein bisschen aus, ansatzweise. Da können wir noch ein bisschen so zum Anlegen, so. Ich weiß nicht, wenn man mit so mal mit seinem Segelbötchen oder mit seiner Yacht vorfährt. Ich glaube, ist ja schon mal was. Wir können was Neues machen. Holz. Können wir Sushi herstellen? Ne, Biokost. So, ja, interessiert mich gar nicht. Wir können Werkzeuge herstellen, aber das geht wahrscheinlich auf die Umwelt hier. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, meine Freunde. Und wir waren nochmal aufsteigen. Drücken eine Abkürzungstaste einmal. Zum Umzug. Ja, das Bauernvolk wird erfahrener, baut sich aus, steigt auf, wie auch immer. Das reicht erstmal. Machen wir noch ein paar neue Häuschen. Ein paar neue Freunde einladen. Ja, kommt mal, zieht mal hier mein Städtchen ein. Und dann machen wir noch ein paar Häuschen. Noch ein paar Häuschen. Und noch ein paar. Und weil es so schön ist, noch eine Reihe. Skylar Baines ist meine direkte und einzige Vorgesetzte. Sie ist unangefochtener Boss von Global Trust. Ihre Anweisungen sind Gesetz. Für sie zu arbeiten ist eine Ehre. Niemand würde es wagen, diese Tatsachen in Frage zu stellen. Ich stelle doch nie Sachen in Frage. Ah, ich glaube, ich habe mich mit dem Haus da vertan. Oder? Dann lassen wir es erstmal weg. Okay, dann haben wir das auch mal erledigt. Dann haben wir das auch erledigt. Aber ich würde mal sagen, machen wir hier eine Pause? Nee, machen wir noch ein bisschen weiter. Was soll ich sagen? Mir geht's blendend. Ja, wenn sie blendend geht, geht sie blendend. Ist doch schön. Lassen wir die auch nochmal aussteigen. Und den. Und weil es so schön war, den auch noch. Gut, meine Stadt entwickelt sich ja, mein Dorf entwickelt sich ja schon zum größeren Stadtteil hier aus Köln. Ist ja wunderbar. Ja, die fliegen aber hier auch rum. Ja, das sind die Autos der Zukunft hier, meine Freunde. Ja, rechts vor links kennen sie auch nicht. Die brettern hier einfach übereinander weg. Aber egal. Ah, ist schon einiges los hier. Aber ich warte jetzt noch auf die, auf das Ordnungsamt oder auf die Polizei, die jetzt schon hier einen Blitzer aufstellen.
Das kommt bestimmt auch noch. Ja. Was haben wir denn noch? Hafenbehörde. Genau, ermöglichen. Kann ich den jetzt rein theoretisch hier... Oh, der könnte ich ja theoretisch draufsetzen. Das wäre ja mal was ganz Edles, oder? Dann probieren wir das mal. Da brauchen wir nochmal eine Hafenmauer. Das würde eigentlich gut in die Optik reinpassen, meiner Meinung nach. Aber was weiß ich schon. Was weiß ich denn schon? Hatten wir jetzt da aber. Ne, das war der Reparaturdock. Kann man hier nicht draufsetzen. Muss an der Küste errichtet werden. Ist ja nicht schlimm. Dann reißen wir das einfach mal wieder ab hier. So. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Hafenbehörde. Ah, da fehlt uns das Werkzeug für. Da fehlt uns das Werkzeug für. Mit der Kontrollstation. Kommunikatoren. Munition. Brauchen wir doch nicht Munition. Wofür brauchen wir denn Munition? Holz. Bildungscluster. Beeinflusst die Bevölkerung mit Hilfe von Medienprogrammen. Also Propaganda oder wie? Oder auch RTL genannt. Mitten im Leben. Familienbrennpunkt und so weiter. Regenwassertank. Ja, das ist. Ja, ob das eine Verschönerung ist, schauen wir uns mal an. Das ist so ein Blatt halt, ne? Geräteschuppen. Dieses Hologramm macht mich ganz schwindelig. Vegetation. Oh, was ist denn das? Plaza. Da machen wir mal einen Plaza hier hin irgendwo, ne? Immer so ein. Schönes Plaza hinten, da auch eins. Wir können rundum glücklich sein. Ja, das könnte echt. Ah, bis in die Bäume hier roten, sehe ich nichts. Können wir hier. Die Akustik hier ist wirklich umwerfend. Ja, schöne Akustik. Freut mich zu hören. Du kannst stolz auf dich sein. Ja, bin ich auch. Und. Dann der Regenwassertank. Können wir ja hier hinstellen. Halt so Öko halt, ne? So Eko-Öko. Aber ich. Gucken wir mal das nochmal hier von oben an. Macht dann nochmal. Oh, der hat wieder bei uns verkauft. Ist doch schön. Die Bäume hier so ein bisschen weg. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Anti-Öko bin oder so. Einfach damit ich sehe, wie viel Platz ich noch habe. Für mehr hat das. Das hat eigentlich keinen weiteren Gebrauch sonst. Wir haben noch einiges an Plätzchen hier. Also sieht das ungefähr jetzt so aus. Okay. So quasi hier so dieses Bildungspropaganda, was das Ding war, könnte man ja eigentlich später in die Mitte setzen. Und wann haben wir das denn frei? Wir bräuchten auch Holz. Wo hat denn Holz hergestellt? Was brauchen wir denn dafür? Einfach nur Bäume, klar. Baumschule, pflanzt Bäume. Oh, jetzt hier hin. Benötigt Wald. Ja, hat er ja. Hat er. Gucken, ob ich daneben später eine Baumschule brauche. Die setzen wir einfach mal hier so mal hin. Ah, hier so ein kleines Wegelchen hin. Da noch ein Weg hin. Naja, ah, da arbeiten die Roboter auch schon. Fleißig hier. Dann haben wir noch unsere Handelsroute, die wir eigentlich schon ja bearbeiten können. Dann könnte der ja auch noch, wenn er so nett ist. Wollen wir denn Holz? Holz. Ah, da haben wir Holz. Und entladen das Holz. Gut. Dann warten wir mal ab. Und damit verabschiede ich mich mal von dem ersten Teil hier. Ich werde auch, wie gesagt, die Kampagne auch mal anfangen zu Let's Playen, je nachdem. Aber hier beende ich mit einer minus 33 Bilanz. Und verabschiede mich somit. Tschüss, meine lieben Leute, und bis zum nächsten Mal.